Ein rabenschwarzer Tag für die Spandauerin. Auch gegen NC Wuluagmeni müssen sich die Damen von Marco Stamm mit 13:15 geschlagen geben. Wir haben heute so doll gekämpft, wir haben echt alles heute in die Waagschale gelegt und es war am Ende eine super Teamleistung, also ich bin super stolz. Leider hat es heute nicht für den Sieg gereicht, aber dennoch haben wir heute alles gegeben. Trotz der frühen Führung durch Glaser und Salum können die Berlinerinnen dem Druck nicht standhalten und vergeben die erste Halbzeit an die Griechinnen mit 4:9. Doch dann werden die Karten neu gemischt. Schließlich bewirkt der Seitenwechsel Wunder. Die Berlinerinnen sind wie ausgewechselt und können zum Schluss auf 13:15 verkürzen. Auch wenn den Spandauerinnen eine weitere Niederlage in den Knochen steckt, blicken sie auf das nächste Spiel gegen den italienischen Turnierfavorit Plebiscito Padova zuversichtlich. Wir nehmen auf jeden Fall den Team Spirit mit heute, dass wir so doll gekämpft haben. Und wir wollen morgen wieder unser bestes Wasserball spielen und gucken, was da morgen drin ist. Denn hier geht es ab 12 Uhr um Weiterkommen oder Ausscheiden.